Ach nee, Digga. Ich hab Bock jetzt wieder geklippt zu werden, Alter. Ich bin eh grad noch kacke, alles gut, ich. Ich auch, ich bin hier eingespielt. Ey, Chat, ich bin doch gerade derbe kacke. Ich muss doch jetzt erstmal ganz doll wieder reinkommen. Ich bin doch gerade derbe kacke. Ich sag dir ehrlich, ungefähr, also bis ich meine. So. Also bis ich die Frau gefunden habe. Bist du ganz leben, wenn du. Ja, bei mir war's. War bei mir die Dings immer so, weißt du? Ich hab immer gesagt, die müssen. Islamisch heiraten? Nein, hab ich nicht. Nein. Wenn ich das soll, Digga, nein. Das soll nicht respektlos gegenüber der Religion rüberkommen, deswegen sag ich das nicht, Digga. Du weißt doch, was ein Hodja ist, also ein Gelehrter, weißt du, der bei der Moschee beispielsweise. Bei der Moschee heiratet. Boah, was war das für eine Edit? Ich bin gerade so runtergekommen, Chat. Du darfst die Frau nicht anfassen. Also, du darfst nicht mal ein Mädchen in der Hand geben, verstehst du? Das ist eigentlich so. Ey, Digga. Ey. Wer direkt 120 oder so trifft. Sag mal jetzt dein Ernst. Meinst du mich? Ja? Ja, was ist? Wie? Also Nachname, Vorname? Ja, du kannst nicht so dumm sein, wirklich. Ja, aber was denn? Nachname und Vorname? Ja, was ist eigentlich mit deinem Dingens? Was mit deinem Vater jetzt? Kommt dran, geil, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das ist auch so. Mit das kann man sich auch so ein bisschen. Nein, scheiß drauf, Digga. Aber. Ach, was ist denn? Was ist das? Bitte. Ja, Mann, und ey, wichtige Frage. Wie würdest du deinen Tochter und deinen Sohn nennen? Hä? Nein! Ich bin so mad! Die hat auch noch ein Prime, warum lässt sie ihren Prime nicht da? Als wir noch zusammen waren, habe ich sie gefragt, ob sie ihren Prime bei mir lassen würde, wenn wir uns trennen würden. Sie hat gesagt, ja. Ich warte immer noch auf den Prime, Junge. Sie wäre jetzt schon im 10. Monat Subchat. Sollen wir ihren Prime da lassen, hä? Mein Sohn Marlon Junior und meine Tochter. Digga, nein. Hey, was weiß ich, keine Ahnung. Jennifer, ja, stimmt, Jennifer ist nice. Jesse kann ich eigentlich nicht machen, weil du weißt. Heißt meine Stieftante. Meine Stiefmutter, die Schwester heißt so, ne? Okay, ist dann. Auch so, Digga. Oh, er ist doch nicht Annalena einfach. Warum nicht Annegret? Einfach Anna nennen. At Anna, by the way. At Timo. Aber wenn ich mit Timo irgendwann ein Kind adoptiere, dann ist Anna. Ein Mädchen. Ja, Anna ist ein guter Name. Ob du Sushi magst? Hey, du? Nee. Also doch, manche schon, nicht alles. Magst du Thunfischpizza? Hier geht, Digga. Harald? Muss Harald heißt das Schaf, was ich gerade um mein Dings hab. Ja, Digga. Wenn man seinen eigenen Namen wieder vergisst. Digga, nein, ich dachte so, ich kann mein Kind ja gar nicht Shanti nennen, aber ich will mein Kind auf keinen Fall Shanti nennen. Dann ich könnte halt meine Tochter eigentlich echt Shanti nennen, das wäre echt krass. Den Namen Laura? Hä? Den Namen Laura? Hm? Ich den finde? Ja. Aileen war mein Kindergarten-Crush. Digga, Aileen. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich kann es wirklich absolut gar nicht sagen jetzt. Es kann sein, dass irgendwer aus der Friendgroup zuguckt. Ach, Digga. Schmutz. Was denn? Was soll der Blick? Ich kenne keinen Lana, Bro. Was soll denn dieser erotische Blick? Hallo. Lana ist echt ein nicer Name, ja, aber Digga, ich kann meine Tochter nicht nach einem Pornostar benennen, Chat, das geht nicht. Was sagst du da, Joni? Was denn? Digga, nein, schon dieser Name, Laura. Nee, Digga, einmal. Und so, dann, ich rede kurz mit dem Mann, du musst morgen, wirst du auf mich reagieren müssen, weißt du warum? Warum?
Ich werde meine Schandpoints einlösen. Ja. Und dann habe ich mit Chikone abgesprochen, dass er so ein kleines Video macht, sagen wir, und das nutze ich als Announcement. Und dann lösen wir unsere Shanty-Points ein, okay? Okay. Okay, das heißt ja. Ich denke, dass er 14 ist. Ja, ja, okay, ja, okay, okay. Ja. Ah, der erste ist Reh, das ist du. Oh, Digga, Joni! Mach mal jetzt von 90s. Mach mal jetzt von 90s. Warum? Hä? Mach mal jetzt zwei Liegestütze. Digga, bin ich hoffe so. Andy, ich hab auch noch gerade komplett Dingens, komplett Muskelkater, aber ich mach morgen wieder Sport. Digga, ohne Witz, ich hab. Ja, ich hab muss morgen so frei. Dringend, ich so dringend durchziehen mit Sport. Warum hast du morgen frei? Keine Ahnung. Achso, ja, wegen den Eltern. Also wegen den Eltern. Ich rede einfach mit deiner Mom Englisch. Ich sag so, yo, Bro, wenn ich kein Englisch kann. I'm a friend of Ares. Bro, wenn ich kein Englisch kann, was denkst du bei meiner Mom? Sag mal, wenn ich kein Englisch kann, was denkst du, dass meine Mutter kann? Wenn du Kurdisch kannst, kannst du gerne mit ihr reden. Und Arabisch. Also, Digga. Digga! Friend of Ares, ja, du musst ein bisschen Englisch aussprechen, weißt du? Dann kommt das besser. Ja, okay, wir machen das so. Heute oder morgen, wenn. Ja, ja. Brauchst du nicht mehr jetzt ein? Brauchst du nicht mehr ein? Ich hab extra Dings gemacht. Digga, ich hab 20 HP, Alter. Du hast extra Pre-Edit gemacht, du bockst nicht ein. Ich streame vorhin und auf einmal geht mein Stream aus. Och nee, das? Diggi. Oh, ja, mein Stream geht aus. Bei manchen ja? War es unnötig. Ich muss dazu sagen, dass du Jule komplett weggeegot hast. Ey, kennst du irgendwie John Wick oder wie der heißt? Oder ja, John Wick, Brothers, ja. Wick Brothers? Ja, du meinst John Wick. Ja, John Wick. John Wick sagt er. Ja. Okay, ja. Kenn ich? Digga, können wir gleich late gehen oder so zocken, Digga? Das ist so langweilig. Wir machen ja keine Lockdown. Ich werd nur geschüttet. Bis nach. Catch up. Okay. Oh ne, Digi. Eins nach. Ja, ich mach schon. Annalena, das heißt nur. Okay, ja, Juni, komm, sag mal. Ja, ich denk grad nach. Denk mal jetzt nach. Ich denke. Warte. Denk mal genau jetzt nach. Jetzt. Wart mal nicht noch, Digga. Denk mal jetzt nach. Kommt halt auch auf die Person drauf an, so, ob der Name dazu passt, weißt du, was ich meine? Nein, Digga, also, keine Ahnung, mir ist eigentlich egal, wie die heißt, außer Annalena, Digga, ich mag den Namen nicht. No front. Alles gut. Haben wir irgendeine Lara im Chat, Jungs? Aber nur wenn die auch so, wenn der Name dazu passt, weißt du, was ich meine? Und mal Laura? Laura? Was ist mit Laura? Nee, Digga. Ich hatte schon eine Freundin, die hieß Laura. Oh, wie die, was habt ihr so gemacht immer? Was? Was habt ihr so gemacht immer? Privat.